Endlich 30, die 30 steht, jeden Sonntag um 11. 30 Folgen voller Liebe und Zuversicht und Kraft. Hier ist wieder euer Schrammstein on Air, jeden Sonntag aufs Maul und aufs Gemüt. Für eure Emotionen kann ich nichts, aber für meine? 30 Folgen in der Live-Krise, meine Güte. Ein Hoch, ein Runter, ein Auf und ein Ab. Nie zwischendrin, immer zwischen den Stühlen. Wir freuen uns wieder, dass ihr dabei seid, denn heute gibt es ein besonderes Special mit mir selbst. Schizophrenie kann man nicht kaufen, habe ich mir gedacht. Dann quatsche ich die nächste Stunde einfach vor mich hin, antworte mir selber, gebe euch ein paar Anekdoten preis aus den ersten Jahren. Nicht von meiner Geburt, sondern was danach kam, also Jahre später. Wir schreiben den 27.12.2020. Wir alle stecken mitten in einer riesengroßen Scheiße der Pandemie. Corona hat uns im Griff. Ja, nicht nur im Griff, sondern hat die Kultur einfach mal gegen die Wand gefahren. Aber in komplett. Ja, diesmal betrifft es aber auch die, die Massenmucke machen. Ja. Zaubert mir jetzt kein Lächeln ins Gesicht, weil ich leide damit. Ja, und da hatte ich mir doch überlegt in diesem Jahr, also ich habe lange überlegt, nach den ersten Depressionsanflügen irgendetwas zu machen. Und da wir ja vorher mit Taktart sowieso monatlich jungen Talenten, alten Menschen eine Bühne gegeben haben, die rocken, ja, das ist ja dann völlig weggebrochen. Haben wir uns überlegt, über Taktart eine Radiosendung über diesen Piratensender jeden Sonntag um 11 für euch ja, aufzubereiten, zu präsentieren. Ja, damit ihr nicht vergesst, wo kommt eigentlich eine große Band her? Aus dem Underground. Ja. Verbunden mit dieser Band, Sober Juice. Im Jahre 2004 betrat ich diese heiligen Hallen persönlich mit einem Ziel, Live-Musik anzubieten, einmal im Monat. Zuerst nahm ich meine damalige Band Nektar als Versuchskaninchen. Ich weiß nicht, wir haben hier 17 Mal gespielt oder so. Die Anlage immer mitgebracht, immer schön auf- und abgebaut. Im Jahre 2008 etablierte sich die Bauers Live Eventreihe. Seit diesem Januartag im Jahre 2008 gab es 10 Jahre lang jeden Monat Bauhaus Live mit je drei Bands, drei fantastischen Livebands aus der Szene. Im Jahre 2018 verkündete man dann nach 10 Jahren das Ende dieser Eventreihe mit einem großen Konzert in dessen Turnhalle. Das konnten wir nicht auf uns sitzen lassen und versuchten 2019 mit drei Revival-Shows das Bauhaus wieder zum Leben zu bringen. Erfolgreich im Januar und Februar gestartet, kam im März Corona und wir haben jetzt September. Um ein Lebenszeichen für euch da draußen zu setzen, gibt es heute ein Bauhaus Live Special im Dream. Wir sind Sober Juice aus Siegburg. Viel Spaß mit der nächsten Stunde. Es ist 1989. Herr Schramm hat diverse Probleme in der Schule. Zu viel Aufsässigkeit, zu viel Punkrock.
Ja, und er wollte selber ein kleiner Punker sein. Ja, hat fast geklappt, nicht ganz. Er ist von der Schule und ist dann auf die Realschule übergegangen. Dort traf er auf langhaarige Menschen mit engen Hosen, dicken Turnschuhen und alle hörten Heavy Metal. Ja. Dort traf ich dann einen jungen Mann mit langen blonden Haaren und einer Gitarre in der Hand. Diesen traf ich an einer Bushaltestelle in Kölsch-Büllesbach. Er spielte ein paar Akkorde, wahrscheinlich C, D, A, was weiß ich. Und dann kam es zum Ausgangspunkt. Hey, willst du mit mir eine Band gründen? Ja. Ich habe sofort Ja gesagt, bin mit zu ihm. Und wir haben dann Tage verbracht in seinem Heizungskeller. Um uns dann zu überlegen, mit wem starten wir denn die Band? Wie heißt die Band? Ja. Wir haben uns damals für Fritten Rot-Weiß entschieden. Was ein Scheißname. Dieser wandelte sich aber schnell in den Namen Nothammer um. Ja. Von da an ging es erst mit Punkrock, ja, so Metal-mäßig, ein bisschen in die Richtung, aber mit deutschen Texten, ja, und der Startschuss war gefallen für eine Leidenschaft, die bis heute anhält und die ich mit ins Grab nehmen werde. Diese Band existierte von 1991 bis 2003. Ja, und war die erfolgreichste übrigens auf Volksfesten. Die haben auf Kirmesse gespielt. Kirmesse, so, ja, so Deutschrockfeten und sowas, ne? Ist immer schwer angesagt, wenn du dann ein bisschen Deutsch singst, ne? Ziehst du mehr Publikum an und sowas. Und haben so ein bisschen Schlager dann produziert. Die Band wurde halt immer weicher am Ende, das ist ein bisschen schade. Und fand dann seinen traurigen Höhepunkt 2003. Ja, wo die Band einfach aufgelöst worden ist. Ein ganz trauriges Jahr für den Herrn Schramm. Übrigens, 2003 war eh extrem beschissen. Ich war zu der Zeit Filialleiter. Ja, Filialleiter in einem Pennymarkt. Dort habe ich 13 Jahre meines Lebens verbracht. Und da habe ich ganz, ganz viele Geschichten für euch parat. Aber da gibt es bestimmt mal eine extra Sendung. Ach nee, das kommt ja in mein Buch alles. Ja genau, der Herr Schramm schreibt nämlich sein Buch My Life. Ich bin dran. Ich habe nämlich täglich seit nicht Geburt an, sondern sage ich mal seit so ungefähr 25 Jahren eine Art Tagebuch geführt. Das heißt, ich kann hier rumblättern und kann euch auf den Tag genau sagen, was passiert ist. Und ich kann euch sagen, es ist jeden Tag was passiert. Ja, wahrscheinlich ist das auch der Grund dafür, dass ich das hier alles einfach mal rauslassen muss, denn der Kopf platzt. Der Kopf, der Kopf, der Kopf. Aber die Leidenschaft ist nach wie vor das größte Gut, was in mir ist. Und natürlich die Liebe zur Underground-Musik. Ja, jetzt hört ihr mal ein bisschen Nothammer. Hier kommt das harte Los. Als Ende der 90er die Band Nothammer immer weicher geworden ist und mir das Mikrofon ja fast schon weggenommen worden ist, ja, habe ich mich entschieden, Gitarre zu lernen. Ja, sehr spät, ich weiß, sehr, sehr spät. Ja, und ich bin natürlich immer sehr viel unterwegs gewesen, auch nach der Arbeit und viel an Wochenenden habe ich mich in der guten alten Hanfmühle in Eulenberg eingefunden. Dort habe ich dann den Michael Freyohas getroffen und den Frank Kogel. Mit ihm gründete ich eine Band namens Nektar. Erst mit deutschen Texten, sehr punkig, sehr metallisch, und dann sind wir in die progressive Metal-Schiene gegangen. Ja, und das war gut und wir produzierten zwei öffentliche Alben und zwei geheimnisvolle Alben. Die habe ich auch hier irgendwo, alte Aufnahmen. Ja. Ja, und diese Band, die existierte von 1999 bis 2008. Viele Live-Gigs haben wir da organisiert, selbst organisiert meistens. Ja, und die Band war bisher die entspannteste, weil wir haben weniger geprobt als zusammengesessen und Bierchen getrunken. Aber es war sehr unterhaltsam. Dazu müssten wir eine weitere Spezialsendung machen. Das ist einfach alles viel zu kurz, um hier darüber zu erzählen. Worauf ich hinaus wollte, ist Folgendes.
Denn der Sänger der Band Nektar, also Nektar, wir haben uns umbenannt übrigens in Nektar, weil es nämlich die Band Nektar schon gab. Das wussten wir nicht. Ja, aber auch übrigens eine geile Band aus den 70ern. Ja gut, also dann hießen wir halt Nektar. Ja, der Sänger der Band, Michael Freio Haas, produziert übrigens alles Sober Truth Album in seinem Tonstudio Big Easy. Ja, und wir haben weiterhin ein sehr intimes und enges freundschaftliches Verhältnis. Ja, alle lieben ihn, ich liebe ihn richtig. Und deswegen hört ihr jetzt einen Song von Nektar. Er heißt Big Old Box. Ich habe ihn ausgewählt, weil es gibt halt so viele Songs von Nektar. Dann habe ich ihn einfach ausgewählt. Ja, vielleicht so ein bisschen der schmissigste Song. Was rede ich? Was mache ich hier? Keine Ahnung. Ihr wollt Musik hören? Also Bühne frei für Nektar aus dem Album Packetized aus dem Jahre 2008. Hier ist der gute alte Big Old Box. Und wieder zurück bei Metal zum Frühstück. Jeden Sonntag um 11 auf NAR Metal Radio. Ja, so eine Stunde oder anderthalb ist verdammt kurz, das wisst ihr. Da kann ich gar nicht so viel erzählen, aber es kommen ja noch weitere Sendungen, weil ihr habt entschieden. Im Durchschnitt hatten wir 78 Zuhörerinnen und Zuhörer. Also geht's weiter. Ja, also bis das Minimum erreicht ist. Ein Zuhörer. Ja, das kann doch nicht das Ziel sein, Leute. Also teilt Metal zum Frühstück, teilt unsere Events, lasst den Underground nicht sterben. Hier ist euer Schrammstein und ich fighte weiter. Da kann mich niemand aufhalten. Nein. Denn Leidenschaft hat man oder man hat sie nicht. Man kann sie auch nicht kaufen. Man wird so geboren. Ja? So, jetzt zeigt mal eure Pommesgabeln in die Kommentare. Seid ihr Underground oder was? Wollt ihr mehr Sendung? Wollt ihr die totale Episode? Haut's raus in die Kommentare auf unserer Veranstaltung bei Facebook. An dieser Stelle möchte ich mich übrigens bei allen bedanken, die immer fleißig zuhören. Ja, ich kenne sie auch persönlich. Und ja, man kann gar nicht oft genug Danke sagen, dass ihr das mit unterstützt. Und viele von euch habe ich auf unseren Konzerten oder auf den Tag der Veranstaltung gesehen. Macht weiter so. Das ist eine gute Sache. Der Underground wird nicht sterben. Ich kann es nur wiederholen. Ja, die Pandemie kriegt uns nie. Wir schließen dieses Kackjahr einfach zu. Wir machen es einfach zu Ende. Ja. Und das werde ich wie immer gewohnt mit meiner Frau alleine Silvester verbringen. Ja, und dann werden wir in das neue Jahr starten. Ja. Übrigens, Zusammenhalt, Liebe, Vertrauen, dem anderen mal was Schönes sagen, das tut nicht weh. Ja, das ist viel mutiger, als reinzutreten, als zu lästern, als schlecht zu reden, als seine Meinung einfach irgendwo rauszuhauen, die gar nicht, weiß ich nicht, sinnbetitelt ist. Ja, rutscht mit dem Buckel runter. Hier ist Schrammstein mit Metal zum Frühstück. Und bevor ich es vergesse hier, ich bin ja ganz aufgeregt, ja, eigene Sendung und so. Laber hier die ganze Zeit und mach gar nichts dazu. Egal, hier, Verlosung. Heute ist Verlosungstime. Wir verlosen heute eine Sober-Beanie-Mütze. Wir verlosen eine Vinyl Locus Lunatic Asylum, eine Vinyl Psychosis. Wir verlosen, ja, was denn noch? Eine CD nach Wahl aus dem Taktart-Shop. Eine CD nach Wahl, Zaubertruck-Shop. Das sind schon 5 Preise oder 6, keine Ahnung. Heute werdet ihr glücklich gemacht. Ja, weil ich muss eh zur Post rennen. Ich muss ein bisschen abnehmen für die Tour 2021 und für unseren anstehenden Release. Ja, da staunt ihr, was? Der Durchbruch naht. Ach so, ich rufe jetzt meine Mutter an. Ja, hallo? Ja, hallo Mama. Sag mal, kannst du mir ein paar hervorragende Charaktereigenschaften deines Sohnes erzählen? Ja, natürlich. Erstes Mal habe ich den liebsten Sohn auf der Welt, ja. Einen sozial eingestellten Sohn. Oh. Ja, immer für andere da, sehr hilfsbereit. Ja,
lebenswert. Wie kam es denn zu der Musik? Ja, das kann ich dir auch nicht sagen. Vielleicht über deinen Vater, weil der gerne Rockmusik gehört hatte. Aber musikalisch waren wir eigentlich großartig nicht so gut. Dein Vater konnte so ein bisschen irgendwie mal auf einer Gitarre rumklimpern und ein bisschen hat er versucht zu singen, aber so wirklich musikalisch war das nicht. Also so wie bei dir ist das ja irgendwo angefangen, dass du immer irgendwo einen Takt geschlagen hast und rumgetrommelt hast oder sonst irgendwie was. Ja, wie das dann so weiterging, ja, dann hast du, glaube ich, unten im Keller immer irgendwie was, auch fast irgendwas rumgehauen und so kam das wohl irgendwann. Dein Papa hat ja auch gerne mitgemacht mit sowas. Ich denke, so war das. Ja. Das reicht schon. Vielen Dank. Ja, danke schön. Mach es gut. Ja, du auch. Ja? Tschüss. Grüße, Pat. Tschüss. Es ist ein kalter Januartag und zwar der 17. Januar 2007. Ja, da schreibe ich alles auf übrigens in mein kleines Büchlein, weil wenn ich mal groß bin, kann ich ja mein Buch schreiben. So war die Idee, so wird die Idee auch umgesetzt. Viel ist passiert. Ja. Und das ist meine große, große Leidenschaft. Das ist die Band, die nie den Durchbruch geschafft hat, trotz aller ihrem Einsatz. Nicht wöchentlich, nicht monatlich, täglich, immer 24/7 für euch da. Sober fucking Shoes. Ja, was kann ich dazu erzählen? So einiges. Es gibt so viele Geschichten, die ich erlebt habe mit dieser Band. Und wir waren so viel auf Tour, dass es eigentlich gar nicht anders enden könnte als auf der großen Bühne. Und darum geht es mir. Es ist diese Mission. Ich führe diese Band auf die ganz große Bühne. Ob ihr wollt oder nicht. Wir brauchen halt ein bisschen Unterstützung. Ja? Ja, wir kriegen schon Unterstützung. Aber wir brauchen mehr Unterstützung. Denn diese Leidenschaft ist einzigartig. Sie ist eigenständig und es ist alles selbstgemacht. Ja. Wir produzieren selber und machen alles von der Pike an selbst. Geschichte wird gemacht, es geht voran. Sober Shoes. Ja. Manche fragen, wann hört das auf? Wann wirst du erwachsen? Ja. Wie kannst du arbeiten gehen und dann immer eine Musik im Kopf haben? Ja. Also während andere so schöne Hobbys haben wie Kegeln oder ja, sich treffen auf dem Bier, keine Musik hören. Oder einfach nur abhängen, rumlunzen, faul sein, Fernseh gucken. Ja, wie geht das? Ja, keine Ahnung, weil es geil ist oder was? Jede Woche unterwegs sein, in den Clubs, ja? Man muss den Rock'n'Roll schmecken, riechen und fühlen. Denn Rock'n'Roll ist kein Lehnstuhl, ja? Und dieser Lehnstuhl ist wie für mich gemacht. Ja, das ist Größenwahn Deluxe. Und ich habe es vor mir, diese Version. Nicht Version, sondern diese Vision. Und ich werde es wahr machen. Ich führe diese Band zum Erfolg. Was ist übrigens Erfolg? Das ist immer die große Frage. Ja? Erfolg ist, wenn man live spielt und du Applaus dafür bekommst. Für ein Lied oder ein Feedback. Das ist Erfolg für mich. Und das größte Geschenk ist immer, wenn einer sagt, deine Musik hat mir heute geholfen. Über einen seelischen Schmerz hat mir geholfen, Freude wiederzufinden. Und ich habe gespürt, dass ich am Leben bin. That's fucking life. Ja? So. Eigentlich wollte ich heute viel History machen. Es ist ausgeufert, weil ich einfach viel zu aufgeregt bin. Und viel zu nervös. Ja, so ist das. Ist wie beim Live-Auftritt. Vorher, da könnt ihr mal die anderen fragen, wie der Herr Schramm abgeht. 10 Minuten vorm Gig. Oh wei, oh wei, oh wei. Die hätten die besten Geschichten, aber die schlafen natürlich wieder alle. Ich kann die nicht anrufen und die das fragen. Naja, vielleicht erzählen sie es euch, wenn ihr die seht beim Gig. Fragt die Jules, fragt den Paul, fragt den Aaron einfach mal. Wie geht der Herr Schramm eigentlich vorm Gig ab? 10 Minuten vorher geht's los. Das wird witzig, ja? Das wird kurios. Hier ist Metal zum Frühstück, Episode 30 mit einem Schrammstein My Life Special. I fucking love you all, ja?
Und hier sage ich den nächsten Hit an. Der nächste Hit aus meiner Historie. Eine Band, die ihr gar nicht auf dem Schirm habt. Es ist die Band Seelenfeind mit dem Song Mein Tod. Ein bisschen traurig der Song, aber sehr, sehr schön. Dieses Projekt habe ich von 2008, oder? Ich weiß gar nicht, 2008 bis 2009 gemacht. Wir haben 3 Lieder geschrieben und die sind sehr gut geworden. Diese Band bestand aus Sandra Nesemann, aka Lilly Lost, Michael Freio Haas und Anna Jägerhauer und den großen Meister himself, Mr. Schrammstein. Hier kommt Mein Tod von der Band Seelenfeind. Was sagen, was du schon längst weißt. Die Welt besteht nicht nur aus Sonnenschein und Regenbogen. Sie ist oft ein gemeiner und hässlicher Ort und es ist mir egal, wie stark du bist. Sie wird dich in die Knie zwingen und dich zermalmen, wenn du es zulässt. Du und ich und auch sonst keiner kann so hart zuschlagen wie das Leben. Aber der Punkt ist nicht der, wie hart einer zuschlagen kann. Es zählt bloß, wie viele Schläge er einstecken kann und ob er trotzdem weitermacht, wie viel man einstecken kann und trotzdem weitermacht. Nur so gewinnt man. Wenn du weißt, was du wert bist, dann geh hin und hol es dir. Aber nur, wenn du bereit bist, die Schläge einzustecken. Aber zeig nicht mit dem Finger auf andere und sag, du bist nicht da, wo du hin wolltest, wegen ihm oder wegen ihr oder sonst jemandem. Schwächlinge tun das und das bist du nicht. Du bist besser. Meine Leidenschaft als Auflistung. 1991 bis 2003 spielte ich bei der Band Nothammer, eine Art Heavy Rock aus Ukkerath mit deutschen Texten. Dort habe ich den Bass bedient und die Vocals. 1999 bis 2000 war ich bei der Band Spare Ribs, ein Bassist, einer Hardcore-Band aus Bonn. 3 glorreiche Auftritte, ja. Irgendwie ist das damals im Drogenwahn des Sängers direkt kaputt gegangen. Diese Geschichte ist einfach zu hart, um diese hier zu erzählen. Egal. 1999 bis 2008 war ich Rhythmusgitarrist, Promoter, ja, und Anheizer, also Antreiber der Band Nektra aus Hennefhofe. Dort haben wir 4 Platten veröffentlicht. Ach so, mit Nothammer haben wir ganze 2 Alben geschafft. Eine wurde leider nicht veröffentlicht, kurz vor Ende. Das wäre die beste gewesen. 2008 habe ich bei der Band Mind in Chains die Vocals gemacht bis 2010. Diese hat aber nie das Licht der Welt erblickt, aber wir haben ein paar Konzerte gespielt. Aus dieser Liaison entstand damals die Band Caliber X aus Hennef. Diese Band brachte alles mit, ja, sie brachte eigentlich wirklich alles mit, was eine Rockband so braucht. 4 starke Typen, groß gebaut, hübsch anzusehen, langhaarig, dominant. Ja, mit ihr veröffentlichte ich eine EP und ein Longplayer. Ja, und das Ganze ließ sich sehr gut an, die ersten 2 Jahre. Und die Live-Konzerte wurden auch dort immer mehr. Diese habe ich viel geplant und so weiter. Ja, in einer schweren Zeit, in einer düsteren Stunde, 2013, wo alles zusammenbrach. Mein Vater ist krank geworden. Die Band Sober Truth hatte in 2013 kein gutes Jahr. Die Band zerbrach fast und ich stand mit dem Tobi Tau alleine da. Ja, in dieser Zeit habe ich 2-mal einen Fehler gemacht, vielleicht auch nur einen, und dieser wurde mir nicht verziehen. Ich bin übrigens anders. Ich verzeihe jedem Fehler, es sei denn, es geht immer so weiter. Gut, das tut halt hier nicht zur Sache. Ich versuche das immer noch ein bisschen aufzuarbeiten. Gut, die anderen denken da überhaupt nicht mehr dran. War halt kein Rock'n'Roll, denke ich. Ja, ich sag ja immer, Rock'n'Roll ist kein Lehnstuhl. Ne? Man muss auch mal ein bisschen, wie sagt man, Kontra ertragen können. Und der Schramm, der kommt immer so lieb und nett rüber. Aber er hat natürlich auch seine Schattenseiten. Und wenn ihr da draußen hört und einmal diese Schattenseiten erlebt habt,
diese Aggression und diese Wut, die auch in mir ist, ja, das könnt ihr manchmal hören auf meinen Liedern, die ist natürlich auch dauerpräsent. Ja. Und wenn ich das habe, dann ist eigentlich schon längst 5 nach 12. Ja, und dann muss ich vielleicht auch mal ein bisschen lautstarker und ein bisschen dominanter jemanden die Meinung geigen, der eine Arschgeige ist, der sich komplett falsch verhält. So ist das. Gut, ich verliere wieder den roten Faden, nicht ganz, denn von 2010 bis 2014 war ich Mitchef oder Co-Chef vielleicht nur der Band Caliber X als Sänger und Rhythmusgitarrist. Ja, die Band Zaubertrost ist dann 2014 Gott sei Dank wieder ein bisschen mehr aufgestanden. Es war ein langer, harter Weg, viele Besetzungswechsel und mein Glück habe ich gefunden, ja, in Marvin Vollbach, in Marvin Creek. Denn der war derjenige, der die Band wieder auf ein neues Level gehoben hat. Mit mir zusammen hat er die super Platte Locust Lunatic Asylum, ja, produziert, geschrieben und auch aufgenommen. Ja, er hat immer gesagt, live ist nichts für mich und das ist natürlich der Todesstoß für jeden in einer Band, wo ich mitspiele, weil ohne live geht's nicht. Und er ist im Hintergrund immer noch für uns da. Ja, und wurde dann 2018 von einem ganz jungen Mann nicht ersetzt, sondern wie sagt man? Ja, live-mäßig einfach, ja, egal, das erzählt er euch gleich selber, weil ich rufe ihn jetzt einfach mal an, denn dieser jemand, der hat die Band seit 2010 im Blick, da war er 11 Jahre alt und ist seitdem Fan dieser Gruppe, richtiger Hardcore-Fan und konnte alle Lieder spielen, besser als ich, besser als jeder Zaubertrost-Mitglieds-Member ever. Und 2017 war es dann soweit, wir haben ihn in die Band geholt und er ist mittlerweile Hauptsongwriter und ja, mutiert immer mehr zum Chef, muss man einfach sagen. Und ich sag euch, mit ihm werden wir den Rock Olymp erklingen. Ich muss einfach mal jetzt hier das Telefon nehmen. Sonntags ist das immer ein bisschen schwierig und das ist ja auch alles live hier. Moment, ich muss die Nummer raussuchen, wählen. Aaron, wo bist du denn? Da ist er ja, der Aaron. Mal sehen, ob er dran geht oder ob er schläft. Wer weiß es nicht. Na? Hallo? Hallo, Aaron, wie geht es dir? Oh, Thorsten, grüß dich. Ui, und? Wie geht's denn? Wie läuft's denn? Oh ja, soweit. Ui, pass auf, ich kann dich ein bisschen aufmuntern, weil du bist ja live im Radio und du könntest mir eigentlich mal ein paar gute Charaktereigenschaften des Herrn Schrammstein erzählen. So spontan. Gute Charaktereigenschaften des Schrammstein? Oha! Ja, da gibt es natürlich eine sehr, sehr große Auswahlmöglichkeit. Ist auf jeden Fall ein Mensch, der sehr gut zuhören kann, ein Mensch, der sehr gut erzählen kann. Hast ein großes Herz, bist immer viel für andere da. Hast keine Scheu, dich für Sachen einzusetzen, für die du stehst und für die du auch kämpfst. Also, da gibt es einiges noch. Ja, das ist sehr gut, Aaron, herrlich. Ja, wir machen ja hier so eine My-Life-Special-Sendung, wie du mitbekommen hast. Ne? Jetzt habe ich dir ein bisschen rausgeholt, sag ich mal. Ist halt alles live, knallhart. Kannst du uns denn erzählen, was wir so vorhaben im 2021? Kannst du ja mal so grob anreißen. Also als Band, ja, so gesehen. Yes. Ja, sicher, gerne. Also unser Plan war auf jeden Fall, wir stecken ja im Moment mitten in den Arbeiten zu unserer neuen Platte. Den Namen verrate ich natürlich noch nicht. Aber der Plan ist auf jeden Fall, diese Arbeiten abzuschließen und das nächste Album dann auch im Laufe des nächsten Jahres rauszuhauen. Wird auf jeden Fall mega fett, da kann man auf jeden Fall gespannt sein. Und ja, im Großen und Ganzen hoffen wir natürlich, dass wir auch wieder live auf die Bühne können und die Clubs der Nation unsicher machen können und natürlich auch die Festivalbühnen, aber rechnen will man damit natürlich noch nicht. Man weiß noch nicht, wie es weitergeht und wie es in einem halben Jahr oder einem Jahr überhaupt aussieht, ob man dann überhaupt wieder live spielen kann und so weiter und so fort. Aber naja, wir haben ja gute Hoffnung, Aaron, wir starten einfach besser als letztes Jahr, ne? Dieses Jahr war ein bisschen Katastrophe.
Ne? Fing ja an mit deinem Fingernagelkranzbruch und dann endete es jetzt im Corona-Wahn. Ja, das war ja völlig im Arsch. Ja. Auf Deutsch. Ja. Pass mal auf, Aaron. Also ich wollte nochmal auf das hinaus und zwar kannst du aus deiner Sicht ganz kurz, ich meine, die meisten wissen das schon, aber es ist halt immer wieder interessant zu hören, wie du damals, also wie es anfing, dass du zu Sobertruß kamst, ja, indem du einfach 11 Jahre alt geworden bist. Ach so, ja, sicher. Mein Gott, das lange her. Ja, ich habe im Alter von, ja, von 5 oder 6 Jahren habe ich angefangen, Gitarre zu spielen und ja, dann habe ich in einem gewissen Zeitraum halt einen Gitarrenlehrer gesucht und habe dann über diverse Kontakte den Thorsten, also dich, kennengelernt und habe dann auch sehr früh schon die Band und die Musik kennengelernt und schätzen gelernt und bin dann tatsächlich das erste Mal mit 11 im Bauhaus auf der Bühne gewesen und mit fast 13 das erste Mal mit Zobatsch, spannenderweise. Dann haben wir uns da 2, 3 Jahre aus den Augen verloren, habe ich auch eine sehr schwierige Zeit gehabt mit sehr vielen Problemen. Ja, und irgendwann haben wir uns dann wieder lustigerweise angeschrieben und dann hat sich das ziemlich schnell ergeben. Sich dann innerhalb von einem Monat, ja, Thorsten gesagt, ja, der alte Gitarrist, der Marvin, der steigt aus, wir suchen wen, hast du nicht Bock? So, ja, sicher, klar. Weil ich sowieso dabei war, so meinen Lebensweg ziemlich umzustellen und einfach andere Pfade zu betreten. Und so hat sich das dann ziemlich schnell ergeben. Dann haben wir einen Monat zusammen geprobt und die ganzen Songs gelernt. Ja, dann ging es schon ab auf die Bühne. Und das war es eigentlich im Großen und Ganzen. Eigentlich ja eine Probe und dann direkt das Konzert, ne? Meine ich. Ja, so ziemlich, ja. Genau. Und ich kann mich erinnern, dass nach einem Monat du ja eh schon an die Wand gespielt hattest. Naja. Ja. Und ja, herrlich. Das sind jetzt 3, 3,5 Jahre, Aaron. Genau, ja. Im Sommer sind es 4. Im Sommer sind es 4, ja. Und die Eigenschaften, die ich dir erzählt habe von dieser Band, die sind ja eingetroffen. Das ist eine Live-Band. Definitiv, also. Das ist das, was die Band am Leben erhält und der Band auch Energie gibt, so wie es ja eigentlich auch sein soll. Das ist in dieser Zeit natürlich ein bisschen schwierig. Wir kämpfen ja immer weiter und immer weiter, aber das ist, live auf der Bühne zu stehen, ist natürlich das, wofür man sich eigentlich auch die ganze Arbeit macht und was einen dann auch wirklich glücklich macht und erfüllt. Ja. Sag mal, fällt dir eigentlich eine großartige Verlosungsfrage für die Hörerin ein zu dieser My Life Special Sendung? Oha. Großartige Verlosungsfrage. Die darf ja nicht zu schwer und nicht zu einfach sein. Schon klar. Und überlegen. Ich hätte eine, die wäre vielleicht gar nicht mal so einfach. Wie hieß der zweite Schlagzeuger von Sobatschu? Das wäre nochmal eine Nummer. Der zweite, ne? Okay. Ja, nicht der erste, das wäre zu einfach. Ja. Der zweite reguläre, auch offizielle, ne? Genau. Das ist nicht so schwer, das ist rauszukriegen, aber das ist eine sehr gute Frage. So, Aaron, die Zeit läuft, ich habe ja nicht so viel Sendeplatz. Schön, dich sonntags morgens schon gehört zu haben, finde ich gut. Du kannst jetzt, ja, in dieser Sendung hast du einen Special-Platz, weil du kannst dir jetzt einen Song aus der Sorbetrus-Historie raussuchen. Oh, geil, ja. Und den spielen wir dann auch. Boah, was suche ich mir denn da raus? Ich suche mir mal so einen richtig alten Schinken aus, so was keine Sau mehr kennt. Ja. Ah, denk dran, wir müssen ja auch Werbung machen, ne? Also dann, das ist halt immer die Frage, ne? Mhm. Also schon ein Song, wo du dabei warst, denke ich, oder? Ich muss überlegen, was nehme ich denn da Schönes? Ich glaube, ich nehme tatsächlich mal von der News Level World Titanic. Okay, dann machen sehr, wir das. Sehr unterschätzter Song, aber sehr geil. Der war halt nie fertig, ich hab's immer gesagt, ne? Ich denke, vielleicht greifen wir nochmal auf, weil diese EP News Level World, ne, die ist irgendwie ein bisschen untergegangen. Das war ja die schwierigste Zeit damals bei Sober Juice. Ja, sicher.
Ne? War sicher. Gut, da kamen noch schwierigere, aber wir haben es eigentlich immer gut gelöst, muss ich einfach sagen. Ja. Gut, die Zeit läuft. Mach dir einen schönen Sonntag. Wir sehen uns ja später. Und ja, jo. Hab dich wohl, ne? Macht's gut. Ich frühstücke da mal ein bisschen. Ja, mach's gut, Aaron. Jo, ciao. Mit der 2. Es ist ein Bern-Contest, drei Berns haben sich vorgestellt. Und heute Abend ist Sommerschuss dran, dass sie vorgestellt werden. Und vielleicht, wenn sie gewinnen, wenn ihr alle schön votet diese Woche, bis Sonntagabend, dann könnte Sommerschuss das ganze Jahr lang rotieren auf dem WDR2-Sender. Und das wäre natürlich perfekt. Wir hören den ganzen Abend Sommerschuss im Proberaum heute. Hier läuft die ganze Zeit parallel WDR 2, nichts von Sommerfilm. Ich bin gespannt. Es sollte eigentlich 21:40 losgehen. Jetzt haben wir 21:45. Was machen wir? Wir warten, wir warten. Sommerfilm probt und ich bin das erste Mal nicht wirklich bei der Probe dabei. Das ist so geil. Hier hinter dieser Tür geht richtig der Dampf ab. Ich muss hier WDR 2 hören. Pop! Und geht's los? Heute in der Verlosungsbox ein Sauberbeanie, ja, ein Shirt nach Wahl, eine CD nach Wahl, eine Vinyl nach Wahl. Ihr müsst folgende Frage beantworten: Wie hieß der zweite Schlagzeuger, der offizielle, der Band Sauberjuice? Ja, einfach mal googeln oder was weiß ich, vielleicht wüsst ihr es auch so. Schreibt uns an auf unser Kontaktformular auf NAR Metal Radio oder schickt mir eine private Message. Oder auf unseren Seiten NAR, Metal zum Frühstück oder Taktart. Ich suche mir das alles raus. Viel Arbeit ist das immer, aber es macht Spaß. Ja, wie heißt der zweite Schlagzeuger der Band Sauberjuice? Ja, die Sendung war pickepacke voll. Sie ist pickepacke voll. Mir bleibt es einfach nur zu sagen, jetzt noch ein paar Lieder anzusagen. Ja, wir spielen noch Suburbia von Caliber X und zwischendurch noch ein paar Hits. Ja. Entschuldigt die 30. Episode zu diesem My Life Special. Ich hoffe, es war trotzdem interessant und vor allem spannend und unterhaltsam für euch. Ja. Der Schramm geht jetzt in den Weihnachtsurlaub. Nein, er muss arbeiten, natürlich. Irgendwie habe ich keinen Urlaub mehr. Ja. Also ich hatte mehr Zeit, als ich Musik gemacht habe nur. Na gut, anderes Thema. Wir freuen uns auf nächste Woche, denn dann ist Januar, alle sind geimpft und es geht weiter mit dem Brotherhood of Metal. Wir stellen den Norbi von dem Bombland vor und seine Sache und spielen die Bands von deren Konzerten. Ja, Frage, haue ich gleich nochmal in die Veranstaltung rein. Ich grüße alle Hörerinnen und Hörer da draußen, die jetzt 30 Mal mitgehört haben, keine Folge verpasst haben, ganz herzlich. Ich grüße auch alle Kinder da draußen, die mithören. Ich grüße euch alle. Wir lieben euch. Ja, so ist das. Habt Zuversicht für 2021. Ich komme wieder zurück auf die Bühne. Wir kommen zurück. Ich liebe meine Frau. Und dann sind wir auch 3 Jahre verheiratet. Ja. Ja. Und die macht mir immer hier so ein tolles Frühstück sonntags. Muss man einfach sagen. Schickt uns eure Frühstücksbilder. Postet eure Liebe, ja, und teilt die Events, macht mit, zeigt euch, ja, wie fandet ihr die Sendung? Schreibt uns.
Was würdet ihr besser machen? Schreibt uns nicht, weil es gibt nichts Besseres als das, was ich schon tue. Ja, ich will jeden von euch wiedersehen, live on stage, in der Lokalität eures Vertrauens. Ich will euch schwitzen sehen, ich will eure Hände oben sehen. Ja, Metal will never fucking die. Leidenschaft vergeht nicht. Ja, und irgendwann mache ich ein bisschen mehr zu meinem Leben, aber das kommt halt alles im Buch. Das ist ja alles nur Promotion für mein Buch, was irgendwann auf dem Buchmarkt erscheinen wird. Denn da packe ich aus. Da kommen die ganzen Hintergrundgeschichten. Viel Leiden, aber auch viel Gutes. Viel zum Lachen, aber auch was zum Weinen. Trauriges und Hoffnungsvolles. Alles in einem. Aus meinem Tagebuch. Ich berichte alles aus meiner Sichtweise. Und ihr werdet Augen machen. Ja, ihr werdet mich ganz anders kennenlernen. Hier ist Metal zum Frühstück. Tschüss, macht's gut, euer Schrammstein. Bis nächste Woche. See ya. Not in hell. Ja? Und überlegt euch's gut. Corona will die if you impf it. Ja? Los geht's.